Siege Boudica. Yes. Und diesmal kann sie sich hoffentlich nicht wieder feige aus der Affäre ziehen. Hier lang, General Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Ja, hätte ich nicht besser sagen können. Ich wollte sagen, einfach drauf prügeln, bis sie tot sind, aber das geht auch. Klingt ein bisschen mehr nach Plan, so wie Marius das ausgedrückt hat. Was aus hier? Die haben auch fiese Tricks drauf. Hey, ich hab doch bei dir auf... Ich hab bei dir auf Töten gedrückt. Ich nehme an, das ist jetzt noch nicht mal die Leibwache, das sind einfach irgendwelche Krieger noch. Warum kann der mal kaputt gehen hier? Komm, lass mich dich hinrichten. Jetzt, danke. Also wirklich. Der Rest der 14. sitzt auf der anderen Seite des Flusses fest. Herr, wir haben Belagerungswehren auf der anderen Seite. Ein Schuss vom Scorpio könnte das Breakfast umwerfen. Ja, mache ich doch sofort. Bitte schön. Öffnet dieses Tor. Aufrücken! Welches Tor? Dieses Tor? Kommt ihr nachher? Nee, da kam ich doch her. Ach, da unten. Lass mich da mal vorbei. Diese Anzeige Glitch nervt ein kleines bisschen, aber hier. Ja, Herr! Da unten! Unterstützt sie! Da vorne sind viele, Herr! Ja, das sehe ich. Salve abfeuern! Salve abfeuern! Salve abfeuern! So. Los, Männer! Ausrücken. Weiter da! Lass mich doch vorbei, ich habe hier Wichtiges vor. Boudica! Auf dem Elefanten! Sie versucht, die Palastverteidigung zu durchbrechen! Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr! Wo? Elefanten! Herr! Nicht zu weit fortbewegen! Feindliche Schützen decken das Gebiet ab! Muss ich hier einfach durch, ohne von den Elefanten zertrampelt zu werden? Noch ein Kriegselefant! Okay. Das ist mal was anderes. Ah, hier muss ich hin, okay. Eieiei, die armen Elefanten, ey, die können doch alle nichts dafür. No. Jetzt hätte ich die Boudica treffen können. So, jetzt wird abgerechnet. Bleib hier.
töte und besiege Boudica, finde ich ein sehr gutes Ziel. Bin ich mit vollem Elan dabei. Aha. So treffen wir uns wieder, Römer. Ergib dich oder zahl den Preis. Auf dass du Rom zerstörst? Niemals. Wir können nicht beide siegen. Und jetzt lasse ich mich von dir auch nicht mehr aufhalten. Ebenfalls. Konzentration. Okay, wir können ihren schweren Angriff können wir blocken, zumindest den von der Combo. Die blockt unseren aber auch. So, lass dich schlagen. Halt das Vibe. Da habe ich auch mal ein bisschen schwereren reingekriegt. Das ist gut. Es gibt mir mehr Schaden. Wenn der auch mal auslösen würde, wenn man drauf drückt, fände ich das auch ganz toll. Komm, schlag zu. Mach den anderen Angriff, meine ich. Nicht den da. Den anderen, den wo ich blocken kann. Komm. Ja, kann ich auch außen rum. Mir dann in den Rücken fallen. Zumindest für einen Schlag reicht's. Lass dich besiegen. Es ist aussichtslos. Ich bin besser als du. Ich bin besser als wie du. Na komm, gib auf. Du hast doch gleich. Jetzt aber. Hoho. Sind doch kein Spartaner. Ergib dich! Tu es jetzt, Boudica! Hey, Teil 2. Sie kann jetzt eine fiesere Kombo. Mein Fokus ist ihr herzlich wurscht. Kann ich hier irgendwie mein Umfeld mir zunutze machen? Nö. Ja, das ist einfach wirklich nur abwarten, was sie macht und dann entsprechend reagieren. Sie halt auch immer nur so einen Schlag oder so reinkriegen. Hat halt jetzt auch, finde ich, nicht gar so viel mit Skill zu tun. Ja, so ein bisschen rechtzeitig blocken und so muss man schon. Okay, dann haben wir jetzt ein paar Schläge reingekriegt. Das ist schon mal gut.
dass die das immer blocken kann. Hör mal auf zu blocken, Vibe. Komm. Trau dich. Ja, komm, mach. Okay, jeder Schlag ist ein guter Schlag. Also von mir. Ich muss mich sehr konzentrieren, dafür bin ich heute eigentlich zu müde. Komm schon, die hat doch nicht mehr viel Leben. Yes, bitte, lass es das gewesen sein. Errungenschaft freigeschaltet, doch nicht mein Typ. Marius, Sohn Roms. Wir zwei sind gar nicht so verschieden. Das Schicksal macht uns zu Feinden. In einem anderen Leben. In einem anderen Leben vielleicht. Nicht in diesem. Nein. Nicht in diesem. Tu es, Römer. Tu es. Centurio Severus zu mir! Stell das am höchsten Ort auf, den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. Da du offenbar nicht zu meinem Schutz hier bist. Wozu dann? Ihr ließt meine Familie ermorden. Ihr habt Rom zerstört. Alles, was geschehen ist. All das unnötige Sterben. Eure Eifersucht, eure Eitelkeit, eure Arroganz haben dazu geführt. Warte! Hast du die Prophezeiung des Orakels vergessen? Kaiser Nero kann nur durch sein eigenes Schwert sterben. Du kannst mich nicht töten. Nur ich kann das, hast du selbst gesagt. Ich flehe euch an! Gib mir deinen Dolch, General. Dann sterbe ich zumindest als Kaiser. Selbst wenn ich nie so lebte. Du sagtest, die Barbaren seien besiegt. Also? Nicht sie hämmern gegen die Tür. Es sind meine Prätorianer. Wachen! Wachen! Damokles ist hier! Er will mich töten! Beschützt mich! Natürlich. Marius, mein Guter. Hast du irgendeine Idee, wie viel Ärger du mir bereitet hast? Wie hart ich gearbeitet habe, bis alle Teile des Plans sich zusammenfügen? Leoncius ist tot, mein Kaiser. Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Lauf! Wieso?
simpel. Rom zerstören und damit diese törichte Idee von Zivilisation. Marius, pass auf! Ihr Menschen spielt eure Spiele, wir Götter die unseren. Aber das Spiel hat Regeln. Oh. Ah. Wir sind ganz schön angeschlagen. Oh. War der falsche Knopf. Gut. Sind am Ende doch einfach immer nur ein Spielball der Götter. Und die spielen unfair. Auch untereinander, wie es aussieht. Ich muss die töten, damit ich so ein kleines bisschen Gesundheit wenigstens wieder kriege. Dass ich es hoffentlich bis ans Ende des Flures schaffe. Auch wenn ich mich echt doof anstelle dabei. Aua. Lass mir wenigstens eine Chance, du Drecksack. Ganz schön langer Flur. Nur zwei auf einmal ist jetzt unfair. Okay, wir haben ein kleines bisschen mehr Leben inzwischen. Immerhin, aber es nimmt trotzdem weiter kontinuierlich ab. Also hätten da nicht die Götter die Hände im Spiel, wären wir schon längst dreimal gestorben. Über die Zeit erholte sich Rom und seine Zivilisation wuchs und gedieh erneut. Die Stadt, gerettet von einem unbesungenen Helden, hatte Bestand über tausende Jahre. Rom würde
würde überdauern. Von da an bis zum letzten Tag der Menschheit. Hey, und das war Rise, Son of Rome. In einem Rutsch durchgespielt, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Also, nicht schlecht. Es ist, hat mich jetzt nicht völlig aus den Socken gehauen. Aber ich fand, es wurde nach hinten hin, wurde es immer interessanter und immer spannender eigentlich, finde ich. So, am Anfang hat sich es ein bisschen gezogen, da war es halt nur so Legionärgeschnitzel. Und am Ende jetzt noch mit dieser Intrige von den verschiedenen Göttern und so. Fand ich schon nicht verkehrt. Und ich finde auch grafisch kann sich das noch sehr gut sehen lassen. Für sein schon etwas fortgeschritteneres Alter. War auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Hat mir auch ganz gut Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch beim Gucken Spaß gemacht. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass es tendenziell einen zweiten Teil in der Entwicklung gibt. Man weiß natürlich noch überhaupt nicht, wann der dann rauskommt, aber es ist wohl ein zweiter Teil geplant. Könnt ihr mich ja wissen lassen, falls euch der hier so gut gefallen hat, ob ihr auch gerne hättet, dass ich den zweiten Teil auch noch spiele. Sobald er dann irgendwann mal draußen ist, also es kann sich da auch noch um Jahre handeln oder so. Es wurde jetzt vor kurzem halt nur erwähnt, dass da einer in Entwicklung ist. Aber er hat mir sehr gut gefallen. Also gerade auch die Gesichtsanimationen und so, die waren wirklich megamäßig gut. Und auch irgendwie lustig, dass wir einfach die ganze Zeit diese Geschichte dem Nero da in seiner geheimen Kammer erzählt haben. Ist auch eine ganz witzige Art und Weise, eine Story zu erzählen. Ja, sonst. Das Kampfsystem fand ich war nicht schlecht. So, das mit den Kombos fand ich ganz cool, auch wenn ich sie regelmäßig verkackt habe. Aber ich fand, es war einfach genug, um so befriedigendes Geschnetzel zu sein, aber noch fordernd genug, damit es nicht einfach nur doofes Button-Mashing ist. Und dann auch immer mal mit den Skorpionen, dass man da schießen musste und dann Informationen wieder laufen und so. Das war eigentlich eine ganz nette Abwechslung immer so. Es war ein bisschen kurz. Also ich finde, da hätte man noch einiges rausholen können, glaube ich. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen sehr durchgerusht, ich weiß gar nicht. Man kann ja da irgendwie noch tausend Sachen finden und sich umgucken anscheinend. Aber ich habe mich da auch irgendwie von der Story immer so ein bisschen gehetzt gefühlt. Weil es war ja immer irgendwie was los, immer gerade irgendwer in Gefahr, gerade irgendwelche Schlachten am geschlagen werden. Da kam man gar nicht so richtig zur Ruhe. Aber recht episch trotzdem. Fand ich ganz cool, dass da auch noch dieser supernaturale Effekt, das mit den Göttern halt mit drin war. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet, als ich reingegangen bin in das Spiel. Hatte gedacht, das wäre mehr so historisch begründet. Aber ist es ja wahrscheinlich auch ein bisschen. Also die Geschichte selber mit Boudica gab es ja, den Nero gab es ja und so. Und dass da Rom gebrannt hat, war ja auch. Wie gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aus mehr weiter. Aber ich glaube, so die groben Eckpunkte waren schon so, wie sie da dargestellt waren. Aber ja, ich würde dann mal sagen, dann war es das hier mit der Folge und mit dem Projekt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt wieder, was auch immer es sein wird. Bin ich mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so sicher. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank beim Zugucken. Jetzt von der Folge und von allen Folgen vorher und von allen Folgen, die noch kommen werden. Und habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.